Birgit Sippel, innenpolitische Sprecherin der S&D-Fraktion, direkt aus Straßburg. Hallo und wieder ein Bericht aus Straßburg. Diese Woche stand ganz im Zeichen der Entscheidung über das Handelsabkommen CETA. Und ganz ehrlich, bis zum Schluss habe ich mit mir gerungen, stimme ich zu oder lehne ich es ab. Doch letztlich ist klar, gerade wir in Deutschland sind auf internationalen Handel angewiesen und dieser Handel muss organisiert werden. Gerade wir als Sozialdemokraten haben in den schwachen Text der Kommission viele gute Veränderungen eingebaut. Es ist nicht 100% das, was wir uns gewünscht hätten. Aber auch im Vergleich mit anderen Handelsabkommen ist es ein Text, der akzeptabel ist. Und ich gehe davon aus, dass wir auch künftig dafür eintreten werden, dass der globale Handel zu fairen Bedingungen stattfindet mit allen Partnern auf dieser Welt. Ein anderes Thema wird uns auch weiter begleiten, nämlich das Thema der Flüchtlinge. Wohlfeile Kritik gab es an Herrn Trump, an dem Präsidenten der USA, zu seinen Plänen, eine Mauer nach Mexiko zu bauen, ein Einreisebann für viele Menschen aus muslimischen Staaten und auch die Einschränkung der Aufnahme von syrischen Flüchtlingen. Aber ganz ehrlich, was passiert eigentlich gerade in Europa? Es gibt viele Zäune an vielen Grenzen. Es gibt jetzt eine Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache, einem Staat, der gar nicht existent ist. Und die Diskussionen über Flüchtlingscamps in Drittstaaten, ja sogar Diskussionen darüber, Asylverfahren in Drittstaaten zu machen, ohne zu klären, was danach mit den Menschen passiert, das klingt nicht viel besser als die Pläne, eine Mauer zu bauen. Bleiben wir am Ball. Wir als Sozialdemokraten müssen zeigen, dass eine humanitäre Politik auch in schwierigen Zeiten möglich ist, dass wir Menschen, die Schutz suchen, helfen und dass wir den Staaten, die in Armut verharren, eine wirkliche Perspektive geben wollen. Packen wir es an.